Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin. Die Flug-Pokémon-Challenge. Ja, leider ist vorhin was schief gelaufen. Und zwar hat er den Sound nicht gespeichert. Ich habe hier leider mein Self-State hier von dem Kampf gesetzt gehabt. Ja, und bevor ich jetzt wieder gefühlte 10 Minuten Suchen aufnehme, habe ich mir gedacht, suche ich gleich direkt das Glumanda, was ich haben wollte. Ich bin eben zurückgelaufen zu dem See, seht ihr gleich. Kämpfen wir gleich gegen dieses Glumanda und tackeln es erstmal weg. Ja, das heißt, ich muss dieses Vieh nochmal fangen und das hat vorhin so lange gedauert. Ja. Okay, das hat wieder genauso gut funktioniert wie das letzte Mal. Dann können wir jetzt auch gleich mal rumballen, wie wir wollen. Ich werde hier auch direkt vorspulen, denn, ja, wie man weiß, haben die Starter-Pokémon eine extrem geringe Fangrate. Und deswegen will ich das hier einfach mal ersparen, dieses Rumgefange. Da können auch gut und gerne mal alle Pokébälle draufgehen. Danke! So. Ja, gut, dass ich hier auch nur eins fangen will. Das ist unglaublich, wenn du hier alle fangen willst. Lodert die Flamme auf seiner Schwanzspitze hell, ist Glumanda gesund. Eine Echse. Möchtest du Glumanda einen Spitznamen geben? Ja, es ist männlich. Gut, dann nenne ich dich Ben. Okay. Hallo Ben. Gut, dann kann ich auch endlich hier weglaufen. Yay! Eben kurz ins Team gucken. Tali, Plinfa, Ben. Wie im letzten Part versuche ich jetzt noch an ein Beliza zu kommen. Als VM-Sklaven. Und da ist auch direkt eins. Super Timing von dir, Beliza. In dem letzten Part musste ich sogar noch eins suchen, aber hier ist es mir direkt erschienen. Das passt sich gut. Werf man gleich mal einen Pokéball drauf. Wie man vielleicht weiß, sind die ersten Pokémon wie Beliza, Radfahrts, Zickzacks und so eine hohe Fangrate. Und jetzt fehlte da irgendwie das falsche Verb zwischen. Egal. Für Beliza wurde ein Pokédex-Eintrag angelegt. Ein Vergleich zeigte, dass die Vorderzähne von Beliza und Radfahrts gleich schnell wachsen. Eine Dickmaus. Möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Ja, du bist VM-Sklave, ne? VM. Girl. Falls sich jetzt irgendwie angesprochen fühlt, das, ich glaube nicht, dass irgendjemand so heißt. Okay. VM Girl. So, gut. VM Girl ist jetzt im Team, die dort später für die ganzen VMs erhalten müssen. Denn mein Pokémon-Team wird ja nur aus Flug-Pokémon bestehen und. Hallo, Vulpix! Du bist leider ein Feuer-Pokémon. Tut mir leid, ich kann dich nicht mitnehmen, auch wenn du eigentlich ziemlich cool bist. Lass mich durch! Ah, blödes Schild, lass mich durch! Ich will ins Pokémon-Center! Erstmal lege ich Plinfa ab, das brauche ich mich jetzt nicht mehr. Dann schaltet den PC ein. Auf jemandes PC. Pokémon-Lagerungssystem öffnen. Wir möchten Plinfa ablegen. In Box 1. Gut. Zugriff auf wessen PC? Auf keinen. Bam, 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 bam. Ich nehme Ihre Pokémon kurz einen Moment in meine Obhut. Danke. Diese Pokémon sind ja topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Jo, see you later. Schön. Ja, dann laufen wir hier mal lang. Njong, njong. Mal sehen, was uns begegnet. Ein Schwalbini. Ich brauche kein Schwalbini. Denn ich habe schon Taubsi, also Tali. Sie reicht mir als Normalflug-Pokémon. Mehr brauche ich davon nicht. Ich mein's ernst. Ich brauche auch kein Habitak. Nee, brauche ich nicht.
Flüchten. Hallo, erster Trainer. Ich bin bereit für den Kampf. Du bist ein Pokémon-Trainer. Das gilt auch für mich. Lass uns kämpfen. Let's fight! Herausforderung von Teenager Gunther. Eine Rattefatze. Ein fliegendes Rattfatz natürlich. Ist das Normalste von Welt, ne? Dann letztes Mal Windstoß ein. Ich möchte hier keinen Schaden nehmen, keinen unnötigen. Damit ist Rattfatz auch gleich besiegt und so machen wir auch gleich die anderen platt. Ein Visor, denn dieser Pokémon-Trainer hat die, nennen wir es mal, die Standard-Pokémon, die man normalerweise immer das erste Mal auf einer Wiese findet. Also aus der ersten Gen Rattfatz, aus der zweiten Gen Visor, aus der dritten Gen ein Zitzax und aus der vierten Gen ein Bidizar. Ja, wir haben ja auch das TVM-Sklavin Bidizar. Zickzack war ja in der dritten Gen sowas wie der VM-Sklave und die anderen beiden waren es auf Google auch. Wobei, Visor glaube ich nicht. Visor konnte nur Zerschneider und, soweit ich weiß, sogar Surfer lernen. Was ein bisschen komisch klingt, dass so ein Pudding, ein Wiesel, das wird ja später glaube ich ein Wiesel, surfen kann. Auf jeden Fall ist dieser Trainerkampf keine große Herausforderung für unsere high trainierte Tali. Die rusht hier einfach nur durch wie ein Champ. Trainer Gunther wurde besiegt. Zu stark. Einfach zu stark. Danke für das Geld. Lauf. Dann haben wir hier eine Göre. Was sehe ich denn da? Ein Trainer? Einen Kampf, bitte? Zum Mitnehmen mit extra viel Pommes. Oder so, ne? Gyrinandine, ein Wablu. Wablu ist cool. Wablu will ich dann später auch haben. Wablu ist einfach nur episch. Es wird als Altaria den Drachentyp erstmal vertreten, bis wir dann später wohl einen anderen Drachentyp übernehmen. Ich denke mal, Rotalanda als Dracheflug. Das heißt wieder, dass ich Kindwurm und so bis Butterlanda hochtrainieren muss. Ist fast so schlimm wie ein Dragoran zu trainieren oder dass ich Dragoran überhaupt nicht leiden kann. Mal jetzt ganz im Ernst. Ich finde, das ist einfach irgendwie so, versucht knuffig auszusehen und tut es aber nicht. Plaudergeil setzt Schnabel ein. Taubsi wurde ganz leicht verletzt. Taubsi setzt Tackle ein. Plaudergeil ist tot. Ja, gut. Darf ich gehen? Schnabel ist ja eine Flugattacke, physisch und Wirbelwind, Windstoß ist spezial und da unser Taubsi einen erhöhten Spezialangriff hat, ist es eigentlich Pott wie Deckel, ob wir physisch oder spezial angreifen mit ihm. Ja, Entschuldigung. Darf ich gehen? Danke! So, und der Kerl hat jetzt, ich glaube, der hatte alle Start-Pokémon Typ Flug. Also Taubsi, Habitak, Huthut, Schwalbini und Staralili. Und exakt in dieser Reihenfolge wird er sie auch schicken. Wie sie so gesehen aufgetaucht sind in der Geschichte von Pokémon. Das gegnerische männliche Taubsi ist keinerlei Herausforderung für Tali. Das Habitak ist im Allgemeinen stärker als ein normales Taubsi. Aber ich will kein Habitak. Ich weiß nicht genau, wo Habitak schwächer ist als Taubsi. Vielleicht in der Verteidigung, vielleicht in der Init, ich habe keine Ahnung. Huthut. Noctu ist eigentlich auch cool. Habe ich mich aber gegen entschieden. Ich, wenn ich Psycho belegen will, dann nehme ich mir ein Natu, später Zatu. Ich weiß aber nicht, ob ich Psycho reinnehmen will. Ich überlege dann noch. Ein Schwalbini! Schwalbini ist trotzdem cool. Also eigentlich hat der so das Team, das Standardflugteam, der macht auch eine Flugchallenge wie wir. Beziehungsweise wie ich. Ja, Teenage Alone setzt Staralili ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Ich möchte in die nächste Stadt. Das heißt, ich muss die Staralili eben noch wegtackeln.
Kerbili. Gut, es ist tot. Also K.O., ne? Wir sind hier nicht in Nutzlocke. Du hast mich besiegt und ich habe jetzt den unteren Teil nicht gelesen. Lass mich hier durch. Los. Ein Plaudergei. Och, du hast aber den Schnabel hübsch auf. Ich tackle dich einfach mal. Mal gucken, ob du es überlebst. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das hält aber ein ganzes Stück mehr aus. Mach mal einen Windstoß, weil du gerade meinen physischen Angriff gesenkt hast. Puh, will ich dich mitnehmen? Eigentlich nicht. Ich tackle dich jetzt weg. Die Erfahrungspunkte tun Tali gut. Tali erhält Erfahrungspunkte. Yay, 12. Da. Eigentlich müsste man jeden wilden Kampf wieder mitnehmen. Aber ich möchte jetzt nicht Ben hier trainieren. Machen wir jetzt eben noch den Teil. Und dann ist der Part schon gleich zu Ende. Ja, hey Jan, wie viele Pokémon hast du schon gefangen? Wie? Du solltest noch mehr fangen. Es ist zwar eine Herausforderung, eine große Anzahl Pokémon aufzuziehen, aber es lohnt sich. Je mehr Pokémon du hast, desto glücklicher bist du. Sag mal, glaubst du nicht, dass man nie genug über Pokémon wissen kann? Man lernt ja nie aus und ich weiß, wo man es am besten tun kann. Komm mal mit mir mit. Na komm schon, folg mir einfach. Es waren mal ziemlich viele M's in einem Satz. Hm. Kannst du mir mal sagen, was dieser Kerl da drüben macht? Hm? Ach ja, der schräge Vogel. Entschuldigen Sie mal. Was? Was? Wie konntet ihr das wissen? Wie habt ihr meine Identität als Agent der internationalen Polizei entlarvt? Was? Sie machen wohl Witze. Ich habe sie doch lediglich angesprochen. Aha, eine normale Plauderei soll es also sein. Das glaube ich keine Sekunde. Ihr führt mich nicht so leicht hinters Licht. Ich habe sofort erkannt, dass sich meine Person von der Masse abhebt. Dass ich ein ganz außergewöhnlicher Mensch bin. Gut erkannt. Und daher habt ihr mich angesprochen. Ist es nicht so? Ausreden sind unnötig. Eure Beobachtungsgabe ist... Ja, sie ist ganz herausragend, furchterregend. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Da ich meine geheime Identität für euch nicht länger geheim halten kann, soll ich mich vorstellen. Ich gehöre zur Elite der internationalen Polizei. Wir bereisen die ganze Welt, um die unlösbaren Fälle aufzuklären. Mein Name tut nichts zur Sache. Vergesst ihn einfach wieder. Wie? Ich hatte ihn gar nicht gesagt. Ist ja auch egal. Mein Name ist Lebel. Trägt praktisch diesen Codenamen gut ein. Ihr wisst, ich habe ihn mir selbst ausgesucht. Sagt einmal, ist euch die Redewendung sei kein Dieb zu mich bekannt? Ja, wenn man das Pokéball in einem Trainerkampf auf den Pokémon eines Trainers wirft, dann kriegt man sei kein Dieb an den Kopf geworfen. Also ist mir das bekannt. Gut, es ist unrecht, das Eigentum anderer an sich zu nehmen. Leider muss ich sagen, dass es Subjekte gibt, die dieses Wort ganz egal ist. Diese Worte. Wisst ihr, dass es ein Shino-Kriminelle gibt, die andere ihre Pokémon stehlen? Nun, ich habe den Auftrag, verdächtige Subjekte auffindig zu machen. Mit meiner Spürnase und meinem Genie wird diese Mission zu einem Kinderspiel. Ihr seht wie ein Trainer aus. Das habe ich doch richtig erkannt, nicht wahr? Vielleicht hilft euch das ja auf eurem Wegen weiter. Anne hält Kampfkamera. Ein Verstorbener. Das ist eine Kampfkamera. Wozu sie dient, habe ich das auch schon erklärt. Habe ich nicht? Nun gut, mit dieser Apparatur könnt ihr Kämpfe aufnehmen. Sie ist auf der Höhe der Entwicklung und dazu noch topmodisch. Ich würde sie ja verwenden, schicke aber nur selten Pokémon in den Kampf. Bei euch ist sie besser aufgehoben. Bevor wir scheiden, muss ich euch noch um etwas bitten. Sollten wir uns wiedersehen, dann wendet euch mit keinem Wort an mich. Solange ich im Dienst bin, dürft ihr zu mir keine einzige Silbe sprechen. Obwohl, doch, ihr müsst mit mir reden. Unbedingt müsst ihr das. Nein, ich bin noch nicht einsam, was für ein Quatsch. Ihr müsst von Schurken berichten, ihr müsst mir einfach alles berichten. Das ist der schrägste Vogel eigentlich in diesem Spiel. Es muss schwer sein, für die internationale Polizei zu arbeiten. Ja, da wirst du irre. Da wären wir an die Trainerschule. Den Namen muss ich ja wohl nicht erklären. Dein Freund André ist da vorhin reingegangen. Vielleicht ist er immer noch drin. Naja, see you later. Danke. Das reicht auch für den Part. Wir haben jetzt schon mehr 15 Minuten gespielt. Ich würde sagen, das war's mit Part 2. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Ich werde jetzt noch ein wenig trainieren gehen. Tschüss.